Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Wie immer natürlich mit Cheftrainer Benno Mühlmann, außerdem auch Innenverteidiger Juan Umari. Heute zum ersten Mal auch mit meiner Wenigkeit. Die meisten von euch kennen mich ja bereits. Musste mich eben auch ein bisschen zusammenreißen, nicht anzufangen mit herzlich willkommen zu Elfmeter Fußball auf den Punkt. Das aber nur am Rande. Alles Sportliche. Es gibt ja auch einige Personalien, zu denen sicherlich was zu sagen ist. Kaplani, Bitroff, Balic, das alles jetzt von unserem Cheftrainer Benno Mühlmann. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu unserem letzten Heimspiel hier gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, wo wir ja es wirklich nicht geschafft haben, eine gute Mannschaftsleistung da auf den Platz zu bringen. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit dem 1:1, mit dem einen Punkt, den Abstand zur Abstiegszone da leicht vergrößern können, was dann auch wieder in Ordnung ist. Na, darüber hinaus, der Herr Preg hat es angesprochen, hat das Spiel natürlich dazu geführt, dass wir jetzt für diese schwere Aufgabe in Aue den Edmund Kaplani wegen der Sperre, den Alex Bittroff wegen der fünften Gelben und auch den Hanno Balic wegen seiner Verletzung nicht dabei haben können, was schon ein paar Dinge wieder ändern wird. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir es trotzdem schaffen sollten, zu zeigen, warum wir letztlich diese 10 Punkte Abstand auch haben. Und diesen Ansatz, denke ich, den möchte ich zumindest auch im Spiel erkennen. Die Spieler wissen, sollten wissen und werden es auch noch mal zu hören bekommen, dass die Saison für uns noch nicht zu Ende ist. Dass wir noch weiterhin guten Fußball spielen wollen und dass für die Spieler auch die Verpflichtung besteht, ja, Einsatz zu zeigen, Laufbereitschaft abzurufen und auch Zweikampfstärke und Aggressivität zu investieren, um letztlich auch weiterhin erfolgreich zu sein und die Punkte zu holen. Ich bin zuversichtlich, dass die Spieler das auch wollen und dass sie das auch umsetzen. Denn nur dann, wenn man das auch in einer Phase, wo vielleicht die allerletzte Anspannung fehlt, wenn man es da schafft, auch gut zu spielen, auch sein Bestes abzurufen, dann ist man ein guter Spieler und dann ist man letztlich auch eine gute Mannschaft. Ich weiß, dass es nicht die Garantie gibt, selbst wenn man eine gute Leistung bringt, hier in dieser zweiten Liga dann nur gewinnen zu können. Ja? Aber ich möchte es sehen, dass die Mannschaft es versucht. Und daran werde ich die Jungs auch messen und daran oder damit können sie auch zeigen, was für Kerle sie sind und wie es wirklich mit ihnen auch weitergeht. Ne? Was wir jetzt auch im Hinblick jetzt auf die Endphase der Saison oder auch aufs nächste Jahr da mitnehmen können und was ich auch erwarten darf von ihnen. Insofern freue ich mich auf diese Begegnung, weil ich denke, jeder möchte noch auch in dieser Endphase lieber gewinnen als verlieren. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Benno Mühlmann, für diese Einschätzung. Kommen wir nun zu Juan Umari. Vergangene Woche leider noch im Stau gestanden. Du warst vorher bei unserer FFH-Fußballschule in Würges, hast dort für den Nachwuchs eifrig Autogramme geschrieben. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu ein Statement. Ist das eine Aufgabe, die du als Profi auch gerne übernimmst, so als Vorbildfunktion auch für den Nachwuchs da zu sein, dich zu zeigen? Also, hallo erstmal. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also es macht mir schon Freude, wenn ich sehe, dass die Kinder sich freuen, weil ich war auch früher kleines Kind und habe mich auch gefreut, wenn ich Autogrammkarten bekommen habe von Profispielern und deswegen macht es mir auf jeden Fall Freude, dorthin zu gehen. Kommen wir zum Sportlichen. Du hast vergangene Woche gegen Fürth nach einer Gelbsperre gleich wieder auf dem Platz gestanden. Wenn man diese Gelbsperre mal außen vor lassen würde, hättest du seit 17 Spielen in Folge in der Startelf gestanden. Wie blickst du denn persönlich bislang auf die Saison und auch auf das Vertrauen, das dir Trainer Benno Mühlmann schenkt?
Ja, also am Anfang war es halt nicht so gut. Ich war verletzt 2 Monate lang. Und im Nachhinein habe ich mich dann halt vom Training, auch vom Fitness halt gesteigert. Und dann habe ich auch das Vertrauen halt vom Trainer bekommen. Und habe dann im Januar, also in der Winterpause, habe ich mir vorgenommen, mehr Gas zu geben, also Gas zu geben. Und ja, hat bis jetzt ein bisschen besser geklappt als davor. Ich hoffe, dass ich weiterhin dass ich weiterhin noch besser werde und halt so spielen werde wie in den letzten Spielen oder vielleicht noch besser werde. Dann natürlich noch ein Ausblick auch von dir auf die kommende Partie bei Erzgebirge Aue. Also wie der Trainer gesagt hat, die Saison ist noch nicht zu Ende und wir dürfen jetzt nicht denken, dass wir es schon geschafft haben, weil noch ist nichts geschafft. Und wenn wir wollen, können wir halt auch, wie man gesehen hat, gegen Kaiserslautern, Red Bull Leipzig und gegen Nürnberg, dass wir halt auch Fußball spielen können. Und ich denke, dass wir, wenn wir alle zusammen halt Gas geben und nicht denken, dass wir schon sicher in der Liga bleiben und weiter an unserer Leistung arbeiten, dann denke ich, dass wir halt auch eine gute Rolle spielen können. Wenn jetzt nicht in dieser Saison, dann hoffentlich auch in der nächsten Saison. Aber natürlich ist jetzt erstmal diese Saison wichtig. Und wir müssen halt gegen Erzgebirge Aue halt sehen, dass wir halt alle zusammen arbeiten und Gas geben werden. Dann danke auch dir für die Einschätzung. So, damit ist die Fragerunde eröffnet. Mikrofon haben wir bereit. Lasst mich nicht hängen bei meiner Antrittspremiere. Herr Möhmann, haben Sie schon Alternativen für die 3 Ausfälle im Kopf? Sie werden es zwar nicht sagen. Ja, und in meinen Kopf können Sie nicht reinschauen, da kann ich Ihnen alles Mögliche erzählen jetzt. Aber nein, es ist schon so, dass ich Vorstellungen habe, wobei ich auch ganz klar sage, dass die Startaufstellung bis auf den letzten Platz noch nicht feststeht. Da werde ich wirklich noch abwarten und da werde ich dann auch die Entscheidung am Sonntagmorgen erst treffen. Gibt es weitere Fragen? Nein? Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und den einen oder anderen sehen wir ja sicherlich auch am Sonntag in Aue. Bis dann. Tschüss.